kann aber ich. da vorne noch mal ein schönes Bild machen und uns hinstellen. Ja. Dann. Ich habe eh schon wieder an. Achso, So, alles klar. ich habe immer an. Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zu Just Cause 2 Multiplayer mit am Start zur Cruiser. Heyo. Ja, wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir wollen jetzt zum Leuchtturm. Dieses Objekt da vorne. Wir hoffen, dass wir nicht auf Gegenwehr stoßen. Da vorne ist der gefährliche Flughafen. Hier in jedem Survivor-Spiel ist ein Flughafen, der hart umkämpft ist. Doch, der Cruiser hat die Hosen voll und deswegen habe ich gesagt, okay, dann lassen wir's. Was? Ja, ich habe, glaube ich, schon ein paar Leute heute gekillt. Leute heute. Ja. Hui. Die größte Heulsuse, das bin ich, ja. Ja, dich habe ich ja schon gesprengt. Ja, genau. Müsste einfach mal glauben, es war das das zweite Video? Ja, ich glaube, der letzte Part war das, ja. Ja. Da hat er mich einfach mal so richtig schön weggerotzt. Ja. Ja, wir wurden angegriffen von irgendwelchen Moschkoten. Nee, wir wollten eine Tankstelle sprengen. Warum ist hier alles so in der Luft? Ja, habe ich auch schon gesehen. Da ist bestimmt irgendeine Bombe eingeschlagen. Ja. Okay. Und, ja, jedenfalls sind wir dann gestorben. Oh, hier ist schön der Leuchtturm, Mario. Ich muss einfach mal hier. Ich muss, sagt er. Oh, der Leuchtturm. Oh, schön. So. Ja, und jedenfalls bin ich dann richtig schön zerfetzt worden. Ich hoffe, hier gibt's noch was. Ja, ich komme da gleich hin. Ich habe hier nur gerade was entdeckt. Hey, hier oben ist noch eine Kiste, ne? Ja, ich habe hier auch was entdeckt. Wollte oh, mal ich hab hier auch noch was. Locked. Bubblegum. Hier hat einer ein Lager gebaut irgendwie. Ist alles locked und leer leider. Schade. Egal. Lager? Ja, hier unten. So ganz viele Kisten hingesetzt. Du kannst ja auch irgendwie Kisten abschließen oder so, habe ich mal gesehen. So. Ey, da hinten ist ein schöner Turm. Wenn wir den wegkotzen. Wow. Was? Ja, ne, ich wollte oben aufs Dach landen eigentlich. So, jetzt. Na komm. Ja, hier stimmt. Da ist eine Kiste. Ja, ich bin oben drauf. Kannst du die auffüllen? Ja, dreimal Handgun, das ist ja scheiße, Alter. Ich brauche keine drei Handguns, weg damit. Was ist denn hier? Oh Gott, habe ich das jetzt gefunden, was ich jetzt wirklich gesehen habe? Wenn ja, dann... Nice! Was? Na, komm, zieh die Waffe. Komm mal her. Wo muss ich denn, kann ich die Waffe ändern? Da. Ey, guck da das Szenario da, an. Da. Komm mal runter. Ja, ich bin doch hinter dir. Stell dich mal links neben mir. Ja, genau. Na, ein bisschen Stück nach hinten. Alter, jetzt. Nice, was ist das für ein Teil? Geil. Oh, schöne Assault Rifle gefunden. Schönes Ding. Ja. So, na gut. Wir werden mal weitermachen. Wir haben kein Auto. Was ist da unten los? Was sind da für Kisten? Ja, da war ich ja eben. Kommt man nicht oben auf den Feuer. Feuerturm, sag ich schon. Leuchtturm? Ich versuche mal oben drauf zu kommen. Na, gucke mal, ob das Sinn kriegt. Auf jeden Fall sind wir jetzt gewaffnet, wenn irgendwelche Arschmann kommen. Ja, außer die treffen besser. Wie immer. So. Ah, hier oben ist. Backpack, was habe ich denn für ein Backpack an? Du hast einen Rucksack, oder? Ich habe einen Rucksack, ja. Okay, hier oben ist auch einer drin. Hattest du keinen Rucksack auf dem Rücken? Doch, ne? Da hinten los. Dass man hier irgendwie sowas wie Basenbau machen kann oder so. Wäre richtig nice. So eine hässliche Kiste. Also ich bin jetzt einfach nur geradeaus weitergelaufen. Du bist ja, ich sehe dich. Ich komme, ne? Ich komme schon. Mit deinem komisches Teil bist du ja schneller wie ich. Ja. Bitte. Sein, dass man hier selber irgendwelche Sachen bauen kann, das wäre ja nice, ne? Aber ich glaube ich nicht. Überall so eine hässliche Hütten rum. So, ich bin gleich wieder da. Es gab ja auch immer Sachen im Wasser. Da hinten ist ein Nest, so ein kleines Dörfchen. Da werden wir mal ein bisschen Action machen. So, ich habe dich gleich wieder eingeholt. Ah, mal sehen, wer schneller da ist. Ah, lauf! Ach Mann, ich erschieß dich gleich. Hui! Ja, und ich
Brech mir aber schon gleich die Beine. Den brauchst du auf jeden Fall noch, den Grapple Hook, den müssen wir dir noch irgendwie organisieren. Aber ich würde auch gerne mal so einen Fallschirm haben, weil die Leute mit dem Fallschirm, die ziehen sich ja immer schön irgendwie hoch, ne? Ja. Und dann, wenn sie in der Luft sind, können sie sich da immer wegkatapultieren. Vor allem bist du dann mal so schwimmen. Ey, da hinten ist ja der Flughafen. Scheiße, aber das ist alles so weit weg. Da hätte man ja mal hinten. Kannst du vergessen, das ist alles unscharf, wenn du da hinten. Ich weiß auch nicht, wie man noch zoomt irgendwie. Ob man überhaupt zoomen kann mit den Sniper-Waffen. Nö, ich kenne nur, dass du mit C die Ansicht da umändern kannst. Ich glaube, mehr geht da auch nicht. Oh, hier. Ja. Hier ist ja. Oh, Ferienort. Hier sind auf jeden Fall schon wieder Kisten bei dem Haus. Das ist wirklich wieder so eine Siedlung. Hier kannst du wieder grabben. Handgun-Ammo, Munition. Munition ist wichtig. Revolver-Ammo, Nom-Nom. Hä? Warum steht der da drauf? Geh mal auf die andere Straßenseite. Ja. Geh da mal lang. Wenigstens Essen und so schon mal einsammeln überall. Und Augen und Ohren aufhalten, ganz wichtig. Ja, ja. Immer so eine bedrückende Stimmung, wenn hier überall die Grillen so. Ja, aber geil gemacht. Also Soundeffekte ja. Oder so, auf jeden Fall geil. Grillen, die Grillen. Die Grillen? Ich kann die mal grillen, Alter. Boah, ihr könnt jetzt auch so ein richtig schönes fettes Steak essen. Ja, komm vorbei, kann mal ein bisschen griechisch grillen. Warte mal, hier hinten ist noch eine Kiste. Da gehe ich hin. Und dann gehen wir weiter oben zu dem. Ah! Naja, ich habe falsch Knopf gedrückt. Egal. Ich kann nicht sein lassen. Ab und zu muss man Feuerchen, das ist ja. Da fliegt den Gasbuddel! Und da kommt's! Oh, hast du gehört, wie dumpf das sie anhört? Ja, pass auf, da komm mal. Und? Die nächste! Ja, ab ins Haus! Und? Alter! Da ist mir die Palme explodiert. Es ist. Da. Und Abschuss! Guck mal, wie die in den Wald fliegt. War, ich will jetzt auch mal. Toll. Ich werde mal aber richtig zielen, ne? Ja, vielleicht. Ich gehe mal ein bisschen weg, wenn Maximus schießt, sterben wir gleich alle. Oh! Oh! Guck mal hier! Ah! Ich sehe nichts. Da hinten reingeknallt. Meine Fresse. Geh mal weg von den Fässern. Warte mal, ich will mal hier rein. Hier ist doch eine große Kiste. Achso, dann guck mal. Ja, ich habe hier irgendwie Toxic-Granaten oder was weiß ich, so ein Mist gefunden. So, die Fass brennt! Oh, weg ist der Schuppen, Junge! Was ist? Bei mir steht der Schuppen noch. Echt? Bei mir ist er explodiert. Jetzt ist alles weg. Ja, das ist alles noch nicht so richtig. Ja, nice. Ah, hier steht noch eine Kiste. So, dann gehen wir mal hoch zum Tempel und da dann los, ja. Gucken wir mal den Tempel Rock hier abgehen. Manchmal geht das nicht so richtig mit dem Draufgucken, da Bandages und eine Waterbottle. Ach Gott. Jetzt habe ich schon wieder, Inventar ist so voll mit irgendwelchen Klamotten, ne? Die drücken wir, lassen wir schon mal fallen. Ich habe hier so eine Wall gehabt. Waterbottle, Can of Beans fressen. Ich renne rum hier mit viel zu viel, Munition für falsche Waffen. Ich habe, glaube ich, 50 Schuss MG dabei, nicht mal ein MG. Ja, man müsste das dann irgendwo abschließen können, ne? Dass man ja, kann man. Das Problem ist, dann musst du hier so Fässer nehmen. Und dann musst du die irgendwo hinstellen. Das Problem ist, dann musst du da auch wieder hin, um das zu holen, ne? Ja. Also, das geht dann wirklich nur, wenn du so eine kleine Basis irgendwie baust, wo du sagst, ja, da müssen wir immer hin. Ja, da spawnst du dann auch immer. So, dann sind wir ja beim Tempel. Was da oben ist, keine Ahnung, da kommst du ja nur hoch. Ja. Wenn wir oben gucken oder was? Aber oben wird nicht viel sein hier. Da geht's auch nirgends so richtig rein. Hier ist noch eine Kiste. Ne, hier oben steht nichts. Lockpick. Oh, guck mal da hinten. Was ist das da? Warte, ich habe ja oben noch eine Kiste gefunden. Revolver, Armor, Smoke-Granate. Wo denn? Da hinten bei der Langzone. Landzunge. Ja. Mit der schönen Sicht dahin würde ich ja fast sagen, da müssten wir eigentlich irgendwann mal rüber loben. Da ist noch ein kleines Nest. Ich weiß nicht, wie viele Minuten haben wir jetzt aufgenommen schon? Gleich 10.
Lass uns noch ein paar Meter laufen hier. Da hinten bis zum Dings da, zum Strand. Ach was, weh schon hier. Anlegehafen. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall, unser Ziel ist eigentlich mal für dich einen Grapple Hook zu besorgen, ne? Weil dann. Ja, ja, dann verwehst ein bisschen schneller. Ja. Wir hätten ja auch mal einfach gucken, wo wir hier wieder ein Auto finden. Ein Strandbuggy oder was? Ja. Voll im kleinen VW, weißt du, so ein. Alter, eine Tankstelle. Wenn wir die kaputt machen? Ich sag's gerade, wenn wir die kaputt machen. Report to violence in the sector. Respond to site immediately. Was hat er jetzt gemacht hier? Hat er Warnung ausgesprochen oder was? Ich hab keine Ahnung. Jetzt most oh Gott, oh Gott! Was? Ja, ich hab da gerade auf was geschossen. Und das ist nicht weggeflogen, sondern explodiert jetzt in der Tanke. So. Aber da war auch keine Kiste zum Looten, glaube ich. Ich guck nochmal eben. Ja, geh mal andere nee. Seite. Nix, nix zum Looten. Da oben war noch eine Strandhütte, ne? Ich kann mal gucken, ob da noch was ist. Wir müssen alles ausloten, ne? Wegen deinem blöden Grappling Hook. Gut, ich gehe jetzt weiter zum Häuschen. Ja, ich komme gleich hinterher. Geht ja fix. Ich dachte nur, ich gucke mal. Interessant zu wissen, wo die ganzen anderen Arschmaden sich aufhalten, ne? Ob ja gut, die Map ist ja riesig, ne? Ja, da verläufst du dich ja drauf, ne? Ich denke, dass entweder viele schon so gute Ausrüstung haben und deswegen nur noch am in der Nähe vom Spawn-Flughafen rumeiern, um dann wirklich die Leute wegzusnacken. Und die, die nichts an Ausrüstung haben und es geschafft haben, da abzuhauen, gehen sehr wahrscheinlich auch so wie wir auf die Reise und versuchen sich gute Klamotten zu holen, ne? Ja. Würde Sinn machen, dass bessere Klamotten und nicht, findet man ja nicht am Spawn liegen. Ne? Ja. Ja, das ist ja dann eine kleine Belobigung, sag ich mal. Geht ja, aber du kriegst ja auch Rüstung, glaube ich, ne? Also richtig mit Armeerüstung und so, ja, mit Westen und so, die müssen wir auch erstmal alle finden. Dann hält es auch viel mehr aus. Ja, geil, manchmal hast du ja auf die Knallbirnen ja schon lange drauf geknallt. Ja, und die hatten dann so Militärklamotten an, schusssichere Westen. Guck mal, wollen wir Blümchen, weil. Willst du Strauß haben? Nee, gerade nicht. Aber da kann man mal reinkacken und richtig schön Rosenduft Alter, direkt. Das ist ja unsere Bude, Junge. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Ein richtiger Palast? Ja. Der Palast der Republik hier. Vorsicht! Was? Ja, du rennst genau auf den Grill zu, wo ich hinschieße. Und dann kann ich explodieren mit der Gasbuddel drunter. Schade. Aber hier sind die Steaks. Wer hat die Steaks weggenommen? Da liegen nur noch Schaschlik. Die sind noch gar nicht fertig, die Steaks. Geh mal eben da oben so. Gucken. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal. Ich habe einen Lockpick schon mal gefunden wieder. Ja, ich bin hier oben am Dach. Assault Rifle, ja, Lockpicks. Oh, wir kriegen ja richtig schön viele Lockpicks. Das heißt, dann können wir uns mal wieder. Vielleicht steht ja hier ein Ferrari, den wir klauen können. Oder ein Hubschrauber. Ja, nice, ein Hubschrauber. Da hatten wir doch mal am Flughafen gesehen. Dann brauchen wir aber richtig viele Lockpicks. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel wir gebraucht haben. Ich glaube 12 oder so. Das ist doch, geht doch. So. Ja, aber hier kannst du nirgendwo reingehen. Das heißt, eigentlich hat sich das Thema hier dann schon wieder erledigt. Erledigt. Ich dachte, ihr gebt jetzt auch eine Playmate-Party, aber. Karre brauchen wir unbedingt mal. Ja, weiß ich auch nicht, warum es hier kein Auto irgendwie gibt. Hey, die hätten ja wenigstens ein Auto hier hinstellen können. Ah, komm, lass uns mal vor dem Häuschen uns hinstellen und dann hier sagen, dass wir hier fertig sind. Also vor dem schönen Springbrunnen. Warte mal. Ja, achso, bist du da vorne oder was? Ja, ja. Hier. Ich denke mal, hier ist es ganz angenehm. Also, macht einen schönen schlanken Fuß hier. Schlanken Fuß, ich komme. Ja, genau, genau. Juhu! Genau. Wieder richtig ran an den Maximus, richtig rankuscheln. Ja, Mann. Dann freut er sich. Na, noch weiter. Du bist zu weit weg. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, genau. So, ja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen was gemacht. Du hast ganz schön viele Namen besichtigt. Tja. Starface. Ja, wie gesagt, ne?
wir haben jetzt erstmal ein paar Runden hier absolviert. Ich weiß gar nicht, welches es ist. Das vierte Video wahrscheinlich. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Die andere Sicht der Dinge seht ihr auf Soul Cruisers Kanal. Mit den Worten machen wir natürlich einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.